Mr. Mike. Yo, hier ist Mr. Mike. Heute zur späten Abendstunde. Die Sonne geht schon unter, wunderschön, pure Stille. Bin ich hier mit einer weiteren Todsünde beim Basketball. Ich glaube, das Thema an sich hatten wir so noch nicht. Und zwar geht es heute um, kommt glaube ich keiner drauf, um Verschwendung. Man könnte jetzt nämlich auch da denken, wieder Vandalismus. Eventuell in der Hinsicht auch, aber ein wenig anders, und zwar wirklich Verschwendung. Hier bin ich in Rimsting, ein legendärer Platz. Hier habe ich schon immer gezockt, seit ich meinen Führerschein hatte, hier hingefahren, Auto hingestellt, auch schon da. Mein Auto steht da schon seit 20 Jahren, natürlich immer ein neues und anderes. Mucke gehört, mega geiler Platz. Und hier stehen halt auch wirklich immer fest zwei Körbe, wie ihr seht. Platz ist schief, Körbe unterschiedlich hoch, scheißegal, hier konnte man einfach zocken, man hat seine Ruhe, es ist ein Industriegebiet, mega geil. So, und jetzt liegt oder steht auch dieser Korb hier seit einem Jahr, eineinhalb, zwei Jahre ungefähr hier in der Ecke rum. Ich habe keine Ahnung, wer den da hingestellt hat, wer auf die Idee gekommen ist, den da hinzustellen. Den hat nie jemand benutzt. Jetzt seit Winter liegt er hier, wurde nie benutzt, ne? Keine Ahnung, für was der da ist, was der da soll. Und das Ding an sich ist das Schlimme. Erstmal, er wurde nicht benutzt. Absolut unnötig. Hat da jemand für Geld ausgegeben? Ich meine, das ist auch ein teures Teil. Der kostet schon an die 600 Euro. Das ist ein fettes, stabiles Teil. Aber jetzt noch schlimmer natürlich. Der wurde kaputt gemacht. Oder er ist kaputt gegangen, weil er umgefallen ist. Ich weiß es nicht. Da sieht man. Seht ihr das? Hier. Kaputt. Der ist im Arsch. Und wenn das nicht einfach Verschwendung ist, pure Verschwendung, also mehr verschwendetes Geld kannst du nicht haben. Und dann denke ich an Leute, die mir immer schreiben und traurig sind. Sie haben keinen Platz in der Nähe, sie haben keinen Korb in der Nähe. Und hier bei uns, Alter, bringen sie so geile Teile einfach vorbei, legen sie hin und hier. Weißt du, was ich meine? Krasser Scheiß, also auch nur bei uns hier draußen auf dem Land. Mich würde einfach die Story zu diesem Korb interessieren, wo der herkommt, von wem, von der Gemeinde, mit Sicherheit nicht. Wieso? Aber wieso sollte denn jemand privat hier hinstellen? Alter, das ist ein 600-Euro-Teil. Das ist von Spalding. Das ist ein mega fettes, stabiles Teil gewesen. Ja, so stabil ist wahrscheinlich auch nicht. Das ist kaputt gegangen. Aber wer weiß, was mit dem passiert ist. Ist er umgefallen? Ich weiß es nicht. Einfach nur schade, traurig. Vor allem für diejenigen, die halt wirklich keine Chance haben, kein Auto haben, nicht rauskommen. Ich meine, mir in meiner Gegend geht es eh gut. Ich habe ein Auto, ich kann von Dorf zu Dorf fahren. In jedem Dorf ist irgendwo ein Basketballplatz oder zwei oder drei oder in Prien fünf. Weißt du, was ich meine? Nur keine Baller. Das ist dann das Traurige. Der Einzige, der die Plätze regelmäßig draußen benutzt, bin ich. Andere Basketballspieler sind Vereinsspieler, die gehen nicht raus. Die sind eigentlich nur in der Halle, selbst wenn es 25, 30 Grad haben. Die schwitzen und stinken lieber mief drin in der Halle. Hey, jedem das seine. Aber hier einfach mal Verschwendung pur, einfach nur schade. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Gell? Es ist echt ein schönes Teil. Das ist ein krass stabiles, heftiges Teil von Spalding noch. Unvorstellbar, ich verstehe es nicht. Wenn jemand genauere Informationen hat, gerne unten die Kommentare reinschreiben. Auch so gesehen eigentlich, hey, bevor das Teil jetzt hier eigentlich rumliegt, ich kann ihn natürlich nicht verschenken, er gehört nicht mir. Kein Mensch weiß, wem er gehört, aber wer die Story kennt oder sonst irgendwelche Informationen hat, gerne in die Kommentare schreiben. Irgendein Kind wäre wahrscheinlich glücklich, wenn er es zu Hause hätte, aber nein, Mann, er muss hier vergammeln und kaputt gehen. Feedback dazu, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Yo, 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 Mr. Mike.